Eigentlich wollte ich eben gerade, beziehungsweise war ich eben gerade bei einer Ecke und wollte so dies ein oder andere aufnehmen, aber da hat mir was die Laune verhagelt. Meine PlayStation 4 Pro hat keine Lust mehr, was natürlich ganz toll ist, zu einer Zeit, wo man weder eine PlayStation 4 Pro neu kriegt, noch eine PlayStation 5 kriegt. Und jetzt sitze ich da mit einer Sammlung an Spielen, die ich nicht benutzen kann, aber gut. Dementsprechend habe ich mich jetzt hier einfach stumpf hingehockt, vielleicht nicht mit der allerbesten Laune, und laber einfach vor mich hin. Weil ich denke, ich finde auch noch andere Themen nach dem Intro. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, guten Abend oder einfach Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Vlog mit diesem super Hintergrund. Den habt ihr bestimmt vermisst. Ich habe eben schon mit der Kamera hier rumgespielt, weil diese Software, mit der ich das hier aufnehme, die ermöglicht mir dieses 0815 Greenscreen, falls ihr das kennt, also den Hintergrund ausblenden. Aber bei meiner Powerfrisur hier flimmert hier oben immer der Hintergrund durch. Deswegen jetzt einfach so stumpf, weil dann könnt ihr das Video hören. Ja, im Intro, also vor dem Intro, in der Anmoderation, wie auch immer man das nennen will, habe ich euch schon gesagt, weswegen sich meine Laune ein bisschen verhagelt hat. Vielleicht gibt sich das heute noch, dann kann ich nochmal das eine oder andere aufnehmen, wollte ich sagen. Aber ja, meine PlayStation 4 Pro, manche Leute erinnern sich vielleicht, die hat sowieso schon mal Probleme gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die gebraucht gekauft habe damals. Auf jeden Fall hat die schon mal Zicken gemacht. Da habe ich die zur Reparatur gegeben. Seitdem lief sie zwar, aber das Laufwerk ratterte. Also die war noch nie wirklich hundertprozentig. Und jetzt habe ich, glaube ich, die Blue Bar auf Death oder so laut Google. Weil es gibt ein Hard Reset, wo man den Knopf eine Weile gedrückt hat, so 7 bis 9 Sekunden, dann soll sie sich resetten. Oder das Stromkabel wechseln, das kann es auch sein, habe ich beides probiert. Aber effektiv piept sie nur einmal, es leuchtet einmal blau und das war's. Jetzt weiß ich nicht, ob ich Bock habe, die schon wieder zur Reparatur zu geben, damit ich dann für die Reparatur 200 € bezahle oder ob ich irgendwie auf eBay eine kriegen kann. Deswegen, jetzt ist ja die Aufmerksamkeitsspanne am größten. Ich habe jetzt eigentlich nicht vorgehabt, mal eben 200 € oder 250 € auszugeben. Die habe ich jetzt auch für sowas eigentlich nicht. Aber wenn jemand von euch vielleicht günstig eine PlayStation 4 abgeben wollen würde, gerade über hat, vielleicht sogar sich auf Ratenzahlung oder auf Tausch oder irgendwas einlässt, gerne in die Videokommentare. Ich leihe mir auch gerne erstmal noch eine, wobei das immer ärgerlich ist, wenn ich mir eine leihe, die wird bei mir kaputt gehen, wäre scheiße. Aber naja, also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, mir da zu helfen, ich meine, ich nehme auch gerne PlayStation 5 auf. Auch da habe ich jetzt im Moment gerade noch nicht das Geld, aber ich warte auf eine Lohnsteuerrückzahlung. Mal gucken, ich glaube, dass wenn das Geld kommt, kann ich immer noch keine PlayStation 5 zum regulären Preis kriegen, weil wenn ich die bekäme mit Laufwerk, wie ich es vorher hatte, dann bräuchte ich ja keine PlayStation 4 mehr. Es wäre halt jetzt ziemlich ärgerlich, sich jetzt eine PlayStation 4 kaufen zu müssen, wenn man vielleicht Mitte, Ende des Jahres regulär an eine PlayStation 5 mit Laufwerk käme. Ja, aber was soll's? Ich sag mal so, hier, toi toi toi, das hat bestimmt jetzt super geklopft. Wenigstens hat es nur die PlayStation 4 getroffen. Ich habe immer noch die Switch, ich habe immer noch die PlayStation 3. Ich spiele ja nun nicht wirklich viel in der Ecke, aber es ist trotzdem ärgerlich, wenn man weiß, dass das Gerät, das Neueste davon da hinten defekt ist. Nun habe ich mir auch gerade vor kurzem für 200 €, nee, gerade habe ich für 70 € dann PC gekauft, um da hinten das aufnehmen zu können. Die PlayStation 4 funktionierte da hinten in der Ecke auch schon, aber keine Ahnung, was sie jetzt, ob sie jetzt an Altersschwäche eingeschlafen ist. Wie gesagt, also vielleicht kann hier auch jemand PlayStation 4 reparieren, würde sich trauen, das zu reparieren, dann schicke ich die der Person, weil irgendwie würde ich meinen treuen Zuschauern mehr vertrauen als dem Laden, den ich hier im Nachbarort habe, weil die halt beim letzten Mal schon so ein bisschen krumme Dinge gemacht haben. Vorhin habe ich auch noch das Problem, ich muss die aufschrauben, weil, glaube ich, immer noch ein Spiel drin liegt. Was ja auch schon mal nervig ist. Naja, so viel zum Ableben der PlayStation. Ansonsten möchte ich euch mal auf was Positives aufmerksam machen. Das habe ich zwar im Discord schon getan und auf Twitter, aber da hier ja vielleicht gerade bei Vlogs mal ein paar mehr Menschen zugucken. Es ist mal wieder so weit, dass einer, nicht nur meiner Zuschauer, aber ein langjähriger Zuschauer von Rainer Schauder, von Finchis Welt, von mir, von was ich mir in der alles guckt, sich entschlossen hat, auf YouTube selber durchzustarten. Ein sehr sympathischer junger Mann, genau genommen genau mein Baujahr, also 79er Baujahr, möchte auch allen möglichen, allen mögliches Nerdgedöns machen und so heißt der gute Mensch auch, deswegen werde ich das
irgendwo so irgendwie hier verlinken und in der Videobeschreibung auch der gute Olli, der jetzt seinen Kanal Nerdgedöns ins Leben gerufen hat, da solltet ihr jetzt bitte mal alle auschecken, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Ich habe einige Namen schon unter den Videos gesehen, die auch mich unter anderem gucken und auch meine Bubble, die es hier so gibt. Insofern checkt da mal aus, da gibt es neues Videofutter zu sehen. Noch eine weitere Person. Bei mir kommt da jetzt nur noch so einmal die Woche. Ich habe gesehen, das letzte Video ist schon 8 Wochen her. 8 Wochen her, 8 Tage, Entschuldigung. Ne? 8 Wochen, so lange wird es nicht mehr laufen. Deswegen, was ich eigentlich noch sagen wollte, von zur PlayStation. Also erstmal, ihr drückt jetzt auf Pause oder meinetwegen auch auf Stopp und geht alle erstmal zu Olli, zum Nerdgedöns und abonniert ihn, wenn euch gefällt, was er, wie er bisher rüberkommt. Zu sagen, was, wenn euch gefällt, was er macht, ist nach 2 Videos ein bisschen schwierig, aber immerhin, innerhalb kurzer Zeit dafür, dass er schon ewig gebraucht hat, um zu starten, hat er schon 2 Videos rausgekloppt, habe ich gesagt, wie auch immer. Schaut da mal vorbei. Was ich nämlich eigentlich noch nachtragen wollte zum Thema PlayStation, es war, weswegen ich angefangen habe, zum Glück nur die PlayStation 4, viel schlimmer, weil, ich sag mal so, die Konsolen, ja, ist nicht leicht ranzukommen, aber man kann irgendwie mit Glück so 200, 250 Euro wieder eine PlayStation 4 Pro kriegen. Würde mein PC den Geist aufgeben, würde ich schon keine Videos mehr schneiden können. Könnte ich im besten Fall nur noch Vlog vom Handy hochladen oder ganz mühselig mit dem anderen 115 PC da hinten. Der wird sicherlich auch irgendwas geschnitten und gerendert kriegen über Nacht. Aber dann würde ich abkotzen, weil ihr kennt vielleicht auch das Grafikkarten-Dilemma. Es ist ja nicht nur so, dass man die Xbox Series X, die PlayStation 4, 5 nicht mehr vernünftig kriegt und die alten PlayStations auch nicht. Sondern Grafikkarten kriegt man zwar, aber wenn man heutzutage eine Grafikkarte haben möchte, die das leistet, was meine kann, zahle ich allein für die Grafikkarte schon 1500 Euro und das hat mich damals mein ganzer PC gekostet, den ich habe. Deswegen bin ich froh, dass das wenigstens noch funktioniert. Ich habe hier auch ein Setup, trotz Ultra-Weit-Bildschirm, das kann ich euch jetzt mal zeigen. Ich kann ja Kameras wechseln, warte mal. Wenn man dann auch noch die Kameralinse aufmacht. Ich habe ja jetzt so einen Bildschirm, dieser Ultra-Bandbreite, aber ich kann ihn so einstellen, als wenn es 2 Bildschirme wären. Und habe halt eine Möglichkeit, das so einzustellen, dass ich normal wie mit 2 Bildschirmen nutzen kann. Dann kann ich auch hier auch Gameplay aufnehmen und vielleicht nehme ich gleich mal irgendwas Gameplayiges auf. Wobei ich gestehen muss, wie gesagt, es ist nur die PlayStation 4, aber trotzdem, das war ein übler Launedämpfer. Das ist nicht schön. Dann, da die anderen beiden Herrschaften das ja auf Twitter schon vermarktet haben, überhaupt, wie sie das schon immer so halt, stopp. Mal ein bisschen Social Media, das macht Finchi am Anfang der Videos, das ist jetzt natürlich jetzt nach wie vielen Minuten, nach 8 Minuten vielleicht schon ein bisschen spät, aber schaut gerne mal in die Videobeschreibung, ich habe auch einen Discord und momentan unterhalte ich mich irgendwie immer mit den 4, 5 gleichen Menschen, da sind zwar einige Menschen da, viele sind da schon mal hingekommen, aber wenn ihr mal Bock habt, ich schaue dann mindestens 2-mal am Tag rein, manchmal auch während der Arbeit. Wenn ihr Bock habt, euch da mit mir und mit uns auszutauschen, gerne mal joinen. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung, genauso wie von Twitter. Weil das ist so das Aktivste, das Aktivste, wo man mich findet auf Twitter und im Discord. Und ansonsten, müsst ihr sonst warten, wenn ihr irgendwas mit mir interagieren wollt, bis ich hier ein Video mache. Aber wenn ihr mal so fernab von Videos mit Bock habt, mit mir und mit anderen Menschen zu sprechen, gerne auf Twitter und auf Discord mal einen Klick hinterlassen. Und dazu stoßen. Dadurch habe ich jetzt, dass ich das so schnell plötzlich einschieben wollte, habe ich vergessen, wo ich eben eigentlich hin wollte. Gameplay aufnehmen, bla bla bla. Also ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Ja, ich denke mal, ich werde das Video jetzt gleich hochladen am Samstag. Also nächste Woche habe ich Urlaub. Da ich da in einer anderen Ecke ja noch einiges mehr kann, werde ich da sicherlich noch mal das ein oder andere Video machen, hoffentlich. Das ein oder andere. Ich weiß es gar nicht. Im Moment mache ich nämlich zeitgleich auch Musik. Da verlinke ich euch mal ein Video in der Videobeschreibung. Das neueste Lied, an dem ich arbeite und mich dabei, wie ich quasi abgehe, wenn ich meine Musik mache, weil mir das persönlich echt gefällt. Also ja, ich selbst bin mein größter Fan. Falls ihr es da draußen noch gar nicht wisst, dass ich Musik mache, wobei das sollten die meisten nicht wissen, ist es halt so, ne? Nicht gerade langsam, nicht gerade leise. Den Link haue ich euch auch mal in die Videobeschreibung. Also ganz, ganz viele Links in der Videobeschreibung, die ihr gerne mal auschecken dürft, wenn ihr Lust habt. Ich mache schon lange Musik und der Kanal hat nur 75 Abonnenten. Manch ab und zu hat man da mal so einen Kommentar, oh, du brauchst viel mehr. Ja, aber ich klemme mich da halt auch nicht so wild hinter.
ich tue nicht viel, um Reichweite zu generieren, weil das alles Hobbys sind. YouTube ist ein Hobby, Musik ist ein Hobby, ich bin selbst ein großer Fan, ich habe selbst am meisten Spaß dabei, die Lieder zu machen und auch dann noch danach zu hören. Manche Lieder mal nicht, mal mehr, mal weniger. Und bevor jetzt wieder die Frage aufkommt, ich habe vorhin schon mal gesagt, Lohnsteuerrückzahlung, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel von davon übrig bleibt. Also ich weiß, wie viel ich in etwa erwarte, aber geplant ist, davon 4 neue Reifen zu kaufen, weil meine Winterreifen, als sie aufgezogen haben, haben sie gesagt, brauche neue Reifen, ich weiß nicht, ob 2 oder 4 waren. Die Sommerreifen, glaube ich, sind auch schon, naja, dementsprechend habe ich beschlossen, bei dem Tempo, das ich momentan mit dem Auto an den Tag lege, dass ich auf ein Wetter wechseln würde, aber das sind dann halt so mit Umziehen, Reifendrucksensoren anlernen und ganzen Scheiß werde ich tatsächlich auch, habe ich so mit 400 Öcken gerechnet. Ich hätte dann von meiner Lohnrückzahlung immer noch Geld über und da ist dann eingeplant, weil die Frage wird bei meiner Musik immer kommen, die CD in Angriff zu nehmen. Da habe ich schon einige Tipps vom guten Florian von The Zock Amigos bekommen. Das heißt, ich werde das so gestalten, dass ich mir eine Seite suche, die mir ja quasi nur das Design zur Verfügung stellt. Sprich, die mir, ich muss mir ein Cover basteln, ich muss mir ein CD-Label basteln und die drucken mir das auf die CD, basteln mir die Covers, packen mir das in die Höhlen und schicken mir das zu und ich muss dann die CDs hier quasi alle manuell, also händisch noch bespielen, also die Lieder darauf kopieren. Aber das mache ich auch definitiv erst, also erstens, wenn das Geld da ist, weil das kostet so um die 100-150 €, glaube ich, habe ich mal geguckt. Und mein aktuelles Lied, das jetzt in Arbeit ist, muss da auch fertig sein. Das soll da jetzt auch mit drauf. Ich weiß, das habe ich, glaube ich, über die letzten 3 Jahre schon gesagt. So, ja, kommt bald, aber das Lied, das ich jetzt mache, das soll da noch mit drauf. Aber das werden dann, wie gesagt, mit dem so roundabout 12, 13, 14 Lieder. Mal gucken, da wird wahrscheinlich auch ein Lied draufkommen, das ihr nie irgendwo großartig im Netz bekommen habt, weil ich eine Coverversion von einem Lied gemacht habe, das überall sofort geclaimed wird, wenn ich das hochlade. Dementsprechend wird es das dann nur auf der CD zu hören geben. Und das ist auch schon ein relativ altes Lied. Ich habe auch noch eine Idee für eine andere. Vielleicht kommt das auch noch vor. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Weil das Finanzamt ist ja nicht so schnell. Je nachdem, wie das aktuelle in Arbeit jetzt fertig wird, mache ich danach vielleicht noch eins, weil mir eine Idee im Kopf rumschwirrt. Und wenn vorher schon das Geld da ist, dann nehme ich dann mal die CD in Angriff. Und dann erfahrt ihr auch hier in irgendeinem Video, was euch das kosten würde, wenn ihr eine CD haben wollt. Ich sage gleich vorweg, ich will da jetzt nicht groß dran verdienen, sondern ich werde das so umrechnen, wenn ich mir 50 Stück zum Beispiel bestelle, also limitiert ist es damit auch. Ich rechne aber eigentlich nicht damit, dass ich mehr als 50 Stück loswerde, weil dann wird es teuer oder dann muss ich vielleicht nochmal nachbestellen. Ich werde halt die Anschaffungskosten der 50 CDs plus Porto plus vielleicht 1 € die Arbeit des Bespielens. Und das, was dabei rauskommt, das würde ich euch in Rechnung stellen. Und ich denke mal, da werden wir unter 10 € sein, wenn ihr eine CD von mir haben wollt. So, und da ich jetzt dadurch wieder völlig abgedriftet bin, weiß ich nicht, was ich noch sagen wollte. Weil ursprünglich habe ich ja immer, schwimmen mir immer so Dinge im Kopf rum, wenn ich einen Vlog machen will. Da das diesmal gar nicht geplant ist, habe ich da auch nicht wirklich was vorbereitet. Ach! Ging ursprünglich darum, dass die Dame und der Herr auf Twitter was angekündigt haben, der Olli, der Nerdgedöns, und Jenny, auf Twitter Jenny Storm, die hatte mal YouTube, hat glaube ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe, wie soll es doch anders sein, die Ehrenrunde ist zwar beendet, aber wer hat geglaubt, dass ich ewig ohne Podcast weitermachen würde? Wir haben den ersten Podcast jetzt aufgezeichnet, wir drei, Jenny, Olli und ich, unter dem Namen bei Anruf Nerd. Da wird es nicht nur und auch nicht so viel um Videospiele gehen, wie bei Ehrenrunde oder wie bei Was geht ab, sondern das ganze Nerd-Krams. Die erste Folge ist zum Beispiel sehr viel über Filme. Startet wieder so, wie ihr es von der Ehrenrunde kennt, mit was habe ich gezockt, was habe ich geguckt und dann ein Thema. Wie gesagt, die erste ist im Kasten. Ich warte noch auf ein bisschen Tüdelüt, um alles endgültig ins Leben zu rufen, aber es gibt schon einen Twitter-Account für bei Anruf Nerd und es gibt schon einen YouTube-Kanal, denn im Gegensatz zu all den anderen Podcast-Projekten, die ich bisher hatte, wird bei Anruf Nerd nur die erste Ausgabe hier auf meinem Kanal kommen, so um einmal zu zeigen, gibt es, könnt ihr mal reinschnuppern und alle weiteren Ausgaben nur, wie man es kennt, Spotify, Deezer und diese ganzen Plattformen und auf einem separaten YouTube-Kanal, so ein bisschen wie bei Akimbo FM, nur dass Mirko das trotzdem noch auf seinem Kanal hochlädt, aber ich werde nur die erste Folge auf meinem Kanal und alle weiteren Folgen
nur auf dem bei Anruf Nerd Kanal. Den werde ich euch vielleicht schon mal in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr den abonnieren. Auf diesen Plattformen wie iTunes, Spotify und Co. könnt ihr noch nichts liken, abonnieren, weil noch keine Folge existiert. Wie gesagt, da warte ich noch auf so ein, zwei Sachen, bis ich das schneiden kann. Also schneiden könnte ich schon, aber egal, so viele Hintergrundinfos muss es da ja nicht geben. Auf jeden Fall, es gibt wieder einen Podcast. Diesmal dauerhaft mit weiblicher Verstärkung, wieder dauerhaft mit einem Olli und mit einem breiteren Spektrum an Themen als so die letzten Podcasts. Ich behalte mir auch noch offen, eventuell mal wieder so feste themenbezogene Podcasts auf meinem Kanal zu veröffentlichen mit variierenden Menschen, wie ihr das früher vielleicht von mir noch kenntet, so wie Danke Nintendo, meine Jugend mit Gameboy und Co., Resident Evil, Spiele und Filme. Wenn ihr da auf meinem Kanal stöbert, werdet ihr auf einige alte Podcasts stoßen. Die sind halt nur in YouTube-Form gewesen und als MP3 runterladbar gewesen. Sowas mache ich vielleicht wieder, weil den Speicherplatz, den ich für den richtigen, für Bahnhof Nerd nutze, hat halt nur ein limitiertes Zeitkontingent pro Monat. Und das will ich mir dann natürlich freihalten für Bahnhof Nerd. Ist grob geplant einmal die Woche, ohne festen Termin. Weil, ne, ich habe, wie ihr wisst, gelernt, Dinge mit festen Terminen mache ich nicht mehr. Und die beiden haben mir dazu gestimmt, dass die das auch nicht mit festen Terminen machen wollen. Zumindest ist der aktuelle Stand. Es ist auch wie immer unprofessionell. Ich bin quasi aktuell noch der geübteste aus unserer Runde, was Podcast und Labern angeht. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass ich mit den beiden tolle Mitstreiter gefunden habe. Wie gesagt, Nerdgedöns habe ich eh schon in der Videobeschreibung verlinkt und erwähnt. Von Jenny gebe ich euch mal den Twitter-Handle. Also wie gesagt, ihr findet alles, was ich hier so erwähne, in der Videobeschreibung. Also ihr findet da jetzt quasi meinen Musikkanal. Ihr findet da den guten Nerdgedöns. Ihr findet dort meinen Discord. Ihr findet dort meinen Twitter-Account. Ihr könnt dort Ollis Twitter-Account finden, Jennys Twitter-Account finden, den bei Anruf Nerd Twitter-Account, den bei Anruf Nerd YouTube-Kanal. Ganz, ganz viele Links unten in der Videobeschreibung. Ja. Und jetzt bin ich gedanklich schon wieder bei der PlayStation 4 angekommen, weil da könnt ihr mir mal was zu sagen. Nun habe ich ja, Elden Ring vorbestellt. Glücklicherweise habe ich Horizon Forbidden West noch nicht vorbestellt. Aber Elden Ring habe ich ja vorbestellt für die PlayStation 4. Jetzt ist die Frage, ob ich bis dahin, das ist Ende des Monats, wieder eine PlayStation 4 habe oder nicht. Da irgendwie rangekommen bin. Würdet ihr jetzt an meiner Stelle die Bestellung stornieren und dann Elden Ring erst kaufen, wenn ich wieder eine PlayStation 4 habe? Weil wenn, ich meine, irgendwann hole ich mir wieder eine PlayStation 4 und ich könnte ins Regal stellen, aber ich kann es nicht spielen. Oder würdet ihr das jetzt an meiner Stelle vielleicht für PC kaufen? Wobei ich sagen muss, dass mich theoretisch, deswegen habe ich zum Beispiel auch kein Geld, demnächst irgendwann eine Series S erwarten würde. Aber ich weiß nicht, ob ich Bock habe, mir dafür das digital zu kaufen und ich glaube nicht, dass Elden Ring in Game Pass kommt. Ja, könnt ihr mir ja mal bitte eure Meinung dazu in die Kommentare kloppen. Wie gesagt, auch gerne, wenn irgendjemand sowieso gerade dabei war, seine PlayStation zu verkaufen, notfalls auch erstmal eine normale PlayStation 4, wenn sie noch funktioniert. Ich hätte zwar eigentlich gerne wieder eine PlayStation 4 Pro, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie albern, die jetzt da 250 Euro für auszugeben, hinzulegen, wenn man vielleicht hoffentlich Ende des Jahres an eine PlayStation 5 käme. Aber ob ich so lange warten will und ohne PlayStation auskommen, weiß ich auch nicht, weil dann stehen da totes Kapital und nicht nutzbare Spiele für mich im Regal. Ist alles ein bisschen bäh. Kumasi, was ist denn bei dir? Du bist doch bei Mediamarkt. Habt ihr noch irgendwo eine PlayStation 4 Pro hinten im Lager einstauben? Oder habt ihr vielleicht eine Reparatur vor Ort, dass ich die zu dir bringen kann? Sag mir mal Bescheid, bitte. Ja, gut. 20 Minuten gefüllt, bevor ich mir jetzt hier noch weiter wilde Themen aus der Nase ziehe, glaube ich. Belasse ich das dabei? Ja, ich kann mal noch eine kleine Sache erzählen, um auch nochmal wieder was Positives. Guck mal hier. Also erstmal gilt das generell für euch. Vielen Dank, dass ihr noch da seid, aber das ist ein Gutschein, den man auch für Wunschgutschein, den man für diverse Dinge einsetzen kann. Gab es von der Firma dafür, dass ich 2021 keinen Tag krankheitsbedingt gefehlt habe. Natürlich gerade zu Corona-Zeiten, wie mein Chef auch im Brief schreibt, nicht selbstverständlich. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sich manchmal drüber freuen kann. Wie ich finde. Ja. Gut. Ich glaube, das sollte es hierfür gewesen sein. So, habt ihr mal ein bisschen Videofutter, habt was zu hören.
Übrigens, also nochmal zum Podcast, wahrscheinlich nächste Woche wird er kommen. Ist so geplant, wahrscheinlich, mal sehen. Und ihr dürft, wie gesagt, schon mal unten die ganzen vielen Links auschecken, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn noch redselige Menschen zu meinem Discord dazustoßen würden, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen, wenn die Leute, die Twitter haben, Bock hätten, mir auf Twitter zu folgen. Ja, das so dazu, ne? Ich werde gleich mal gucken, ob ich dann noch irgendwas auf Celluloid-Bande aufnehme. Ich verabschiede mich jedenfalls an dieser Stelle erstmal von euch und sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören. Je nachdem, wie ihr das jetzt konsumiert habt, bei dem super Hintergrund wahrscheinlich mit Hören. Ich bin raus, sage tschüss, bis zum nächsten Video. Und checkt die ganzen Links unten in der Videobeschreibung aus.